Die habe ich lange gefordert. Königsriese. Oh, die Epic Cards sind weg. Elfmal den Frost und ich würde sagen, es geht los. Hey Leute, King of Clash hier mit einem neuen Video für euch. In diesem Video wird es ziemlich einfach zur Sache gehen. Wir sind auf dem Account von Xenox, dürfen auf seinem Account einige gute Truhen öffnen, ihr seht es. Später gehen wir dann noch auf meinen Account und öffnen dort noch eine 12er Challenge Truhe und die Clan Truhe. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video und wir starten direkt mal mit hier mit der 10 Siegestruhe, ist auch nicht übel, bei der Doppel-Elixier Herausforderung. 335 Karten, 6900 Gold, ein paar Valkyren, ein paar Mal den Tesla, Barbaren sind auch nicht schlecht. Die Legendary Chance liegt bei fast 10% immerhin. Oh, Riesen sind bestimmt auch nicht schlecht. Hat er auch erst auf Level 7. Grabstein bestimmt auch sehr gut. 124 Mal die Lakaienhorde. Das heißt, wir kriegen jetzt noch ein paar Epic Cards. Und zwar dreimal den Golem. Oh, das ist nice. Das heißt, er geht auf Level 5 für ihn. Hier nochmal die Zusammenfassung. War eigentlich eine gute Truhe, muss ich sagen. Also Riese, Barbaren, Grabstein und so weiter. Okay, wir machen direkt weiter mit der ersten Riesentruhe. Sind, glaube ich, weiß gar nicht, wie viele Karten es sind. 1752 Gold. So eine Epic Card, Tornado. Die Valkyrie könnte auf Level 8 gehen. Und wir kriegen noch 272 Mal den Bomber. Okay. Die Truhe war eher mäßig, muss ich sagen. Die wäre besser gegangen. Weiter mit der Riesentruhe. Mit der zweiten Riesentruhe. 1662 Gold. 8 Mal den Riesen. Und noch 22 Mal die Musketierin. Jetzt noch ein paar seltene Karten. Und zwar 274 Kobolde. Die Truhe war wirklich wieder ziemlich gut. 22 Mal Musketierin, paar Mal Riesen, sehr schön. Mal kurz schauen, was er spielt. Er spielt so Elite-Barbaren, okay. Ja, hier ist auch noch Musketier drin. Okay, wir machen auf jeden Fall weiter mit der Magical Chest. Die dürfen wir aufgemmen. 57 Gems. Und wir starten. 707 Gold. Viermal den Knall. Paar Mal Kobolde. Eisgeist. Speerkobolde. Okay, das wird wohl eher keine Legendary werden, schade. 23 Mal den Riesen, den haben wir damit. Der würde auf Level 8 gehen können jetzt. Und wir beenden die Kiste mit 3x Gift. Sehr schön auf jeden Fall. Okay. Die Kiste war auch wieder eher mäßig. Und ich würde sagen, das war's hier zu diesem Account. Und wir wechseln jetzt wieder zurück auf meinen Account. So, da sind wir auf meinem Account. Wir haben zwei Truhen zu öffnen: einmal die Clan-Truhe und einmal die Challenge-Truhe. Ich würde sagen, wir machen erst die Clan-Truhe, weil die ungefähr, ja, die ungefähr die Hälfte an Karten enthält. Also die Clan-Truhe. Letztes Mal war es eine legendäre Karte. Mindestens 5 epische Karten. Und wir starten. Habe sie mir extra für das Video aufgehoben. 3000 Gold für uns. Kobold-Hit ist auch gut. Ein paar Mal den Grabstein. Sehr schön, drei Musketieren, die brauche ich dringend. Valkyrie. Geht langsam Richtung Level 9 schon, obwohl wir sie nie gefordert haben. Rakete auch sehr oft. Feuerball, sehr gut. Den Feuerball brauchen wir. Der muss endlich mal Richtung Level 9 gehen. Eisgeist brauche ich jetzt weniger. 323 Mal die Feuergeister. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall nochmal 5 epische. Und zwar... Nee, sogar 6 epische. 6 Mal das Drachenbaby. Brauche ich jetzt weniger. Insgesamt war die Truhe eher schwach. Aber wir haben immerhin 17 Mal den Feuerball gehabt. Feuergeister brauche ich übrigens auch. Fällt mir gerade auf. Grabstein war auch gut. Und Musketieren auch. Die Truhe geht in Ordnung. War jetzt nicht überragend, aber war in Ordnung. Okay, wir machen weiter. Mit der 12 Windruhe. 22.000 Gold. Dreimal den Minipicker direkt mal. Viermal den Inferno-Turm. Skelette, okay. Eisgolem, warum nicht? Eisgolem ist immer stark. Oh, wieder ein paar drei Musketierinnen. Wäre natürlich mal schön, wenn ich sie irgendwann mal Richtung Level 10 hätte. Schweinreiter ist sehr gut. Der ist sehr gut. Starke Karte. Bombenturm brauche ich überhaupt nicht. Ofen ist in Ordnung. Der geht auch langsam Richtung Level 9, obwohl ich nie gefordert habe. Krass. 200 mal 19 mal den Ritter. 219 mal. 239 mal über Barbaren. Das ist sehr schön. Die habe ich lange gefordert. Königsriese. Oh, die Epic Cards sind weg. 11 mal den Frost. Und ich würde sagen, es geht los. Yes! Wir haben den Elektromagier. Das heißt,
Wir können ihn jetzt auf Level 3 upgraden. Also die Truhe auf jeden Fall sehr stark. Eine wunderbare Truhe mit Eisgulle, mit Öfen, mit Schweinereiter, mit Musketieren, mit den Barbaren. Den Freeze, den finde ich auch nicht schlecht. Der ist auf jeden Fall auch stark. Und dann als Krönung noch den Elektromagier. Und ich würde sagen, den gönnen wir uns direkt mal auf Level 3 noch hier in dem Video. Sehr schön. Der hat mir noch gefehlt nach der Herausforderung. Da hat mir noch einer gefehlt. Jetzt haben wir ihn hier live gezogen. Kann ich ihn hier auf Level 3 machen. 60 Trefferpunkte dazu. Sehr, sehr schön. Das habe ich gebraucht jetzt auf jeden Fall. Ja, das Chest-Opening hat auf jeden Fall ziemlich reingehauen. Wir haben immerhin eine Legendäre auf meinen Account gezogen. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Euch wieder einen schönen Schulanfang. Ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.